Herzlich willkommen bei unserer neuen Veranstaltung von Society in Kooperation mit dem Hotel Imperial. Diesmal feiern wir auch 140 Jahre Bestehen des Hotels Imperial. Wir selbst haben eine langjährige Kooperation mit dem Haus und freuen uns, dass wir heute wieder viele Diplomaten empfangen. Und es wird sicher wie immer eine sehr schöne, sehr gelungene Veranstaltung werden. Vielen Dank. Bitte sehr. Darf ich Sie in die Hallen bitten? Dankeschön. Heute der Society-Botschafterempfang hier im Hotel Imperial zum 140-Jahr-Jubiläum des Hotel Imperials. Wunderbar. Das Herzstück, der Hallensalon, ursprünglich der Innenhof des Palais Württemberg, ist heute einer der schönsten Veranstaltungsräume Wiens und natürlich auch der Platz, wo sehr, sehr viele sehr schöne Veranstaltungen in der Vergangenheit schon stattfinden konnten. Zum Beispiel die Botschafterempfänge, die wir seit vielen Jahren hier im Hotel Imperial pflegen und dadurch unsere Verbindung mit der Diplomatie und als Ort des Dialogs in Wien auch immer wieder wertschätzen. Aber ich möchte Sie weiter bitten in unseren Marmorsaal, wo wir auch für den heutigen Empfang einige Köstlichkeiten für unsere Gäste aufbereitet haben. Ein wunderschöner Saal. Erzählt Sie bitte über die Geschichte. Der Marmorsaal, ja. Der im Ursprung des Palais Württembergs 1863 als ein Teil der Stallungen des Palais entstanden ist, wurde dann mit der Umfunktionierung des Palais in das Hotel Imperial 1873 zur Weltausstellung hier in Wien in einen der Prunksäle des Hauses umgewandelt. Der Marmorsaal ist direkt an der Bösendorfer Straße, dadurch natürlich auch die direkte Anbindung und Verbindung mit unserem Nachbarn, dem Musikverein, hat viele emotionelle Bindungen mit dem Musikverein, weil auch nach den großen Konzerten oft Veranstaltungen hier stattgefunden haben. Am 28. April 1873 hat das Hotel Imperial zum ersten Mal offiziell seine Porten geöffnet und seither ist es das Haus der Republik, ist es das Haus, wo die besuchenden Staatsoberhäupte und Gäste der Nation gelebt und gewohnt haben. Am Beginn des Ganges sehen wir gleich zur linken Hand eine Tafel mit einer Auflistung von illustren Gästen des Hauses. Die Liste ist definitiv nicht komplett. Es wäre kaum möglich, die gesamten Gäste der letzten 140 Jahre festzuhalten. Wir haben auch separat davon auf unserer anderen Seite des Ganges eine Tafel angebracht mit den offiziellen Staatsgästen des Hotel Imperials. Auch diese Liste wurde in den letzten 2 Jahren wieder erweitert und wird in der näheren Zukunft auch wieder eine Neugestaltung erhalten, um immer am Laufenden zu bleiben. Hier im Gang weitergehend sehen wir dann die Erbauung des Palais Württemberg, die mit dem ursprünglichen Hausherrn, dem Prinz von Württemberg und der Erzherzogin Maria Theresia von Österreich, hier die ersten Hausherren gefunden hatte. Es geht weiter mit der Geschichte über die ersten 25 Jahre des Hauses und danach haben wir hier im Gang der Geschichte auch festgehalten, dass unser weltberühmter Kaiser, Kaiser Franz Josef, sehr oft hier zu Besuch war im Hotel Imperial und hier Gäste seinerseits und Gäste des Kaiserreichs hier besuchte. Im imperialen Leben der letzten 140 Jahre waren viele berühmte Künstler, Autoren, Schriftsteller als auch Komponisten hier zu Gast und haben auch eine ihrer berühmten Werke hier im Hotel Imperial verfasst. Wenn wir weiter schreiten, dann sieht man, dass Sigmund Freud und Thomas Mann hier zu Gast waren und sich natürlich auch über die schwierigen Zeiten von 1938 bis 1958 das Hotel Imperial immer wieder in Szene setzen konnte und auch diesen Dialog weiter fortsetzen konnte. Dann haben wir hier eine Tafel gewidmet den Maestri, den
Dirigenten, die in den österreichischen Musikhallen als allererstes dem Musikverein, aber auch anderen Musikhallen hier die große Kunst der klassischen Musik weiterpflegen und die Maestri, die Musik, die Kunst und die Kultur dieser Stadt, das verbindet das Imperial mit Wien als die Weltstadt, die ganz einfach einzigartig ist. It's a pleasure to attend this reception. As always, it was successful. It gave us the opportunity to meet new colleagues, to know about more about their background and to network. 140 Jahre Hotel Imperial. Imperial, das ist ein Symbol der K&K und auch von Wien. Und dazu kommt noch Society, eine wichtige Organisation in diese wunderschöne Stadt, hilft uns hier zu integrieren. Und dafür sind wir dankbar, auch für Hotel Imperial und auch für Society. It was a big pleasure and to be here this afternoon. I thank you for that. It's very important for us when we are newcomers to a city to have someone to assist us in introducing the society, even colleagues. And I met a few colleagues that I met for the first time. Society plays that role and it plays it very well. I'm really delighted. Everything was on the level which justify actually the name also of the hotel and also justify the reputation of the magazine Society. You are doing the great job. Thank you once again for bringing us together. Thank you very much for promoting us, the new appointed ambassadors, and promoting our countries and contributing in this way also to the better understanding of each other and to intercultural dialogue, which remains important to all of us. Heute war es eine sehr schöne Veranstaltung. Ich habe wirklich neue, gute Freunde heute kennengelernt. So, vielen Dank noch einmal. Es ist uns immer eine Freude, hier im Imperial die besonderen Gäste begrüßen zu dürfen. Aber das Hotel Imperial ist über die 140 Jahre nicht nur das Zuhause für Staatsoberhäupter und Diplomaten gewesen, sondern natürlich auch ein Kernstück und Herzstück der Wiener Gesellschaft. Und auch das wollen wir weiter mit Tradition und Bedacht pflegen. Herzlich willkommen im Hotel Imperial.